Journalisten leben weltweit einen teils gefährlichen Beruf. In vielen Ländern gibt es de facto keine Pressefreiheit. Das Vertrauen in die Medien ist auf einem beispiellosen Tiefstand. Mächtige Social Media und Entertainment-Dienste beherrschen den Medienmarkt. Fake News stacheln populistische Strömungen an. Auf der Internationalen Konferenz für Medienfreiheit in London versucht man, Lösungen zu finden. In einer Welt, in der der Kolumnist der Washington Post Jamal Khashoggi in der saudischen Botschaft ermordet wurde, in der die talentierte junge Journalistin Lyra McKee von Extremisten in Nordirland erschossen wurde, darf man sich nicht dem Fatalismus hingeben. Wir müssen jetzt gemeinsam handeln. Nur so können wir die Angriffe auf den Journalismus in den Fokus rücken und denen entgegenwirken, die Journalisten einschüchtern oder für ihre Arbeit einsperren wollen. Ein Thema, das auf der Konferenz diskutiert wurde, war die Nichteinladung der Medien Russia Today und Sputnik. Grund sei ihre so wörtlich aktive Rolle bei der Verbreitung von Desinformationen. Wir wollen das veröffentlichen, was die Mitglieder der NATO und ihre verbündeten Medien nicht der Bevölkerung mitteilen wollen. Macht das denn die russische Regierung? Entschuldigung, die russische Regierung? Niemand von der russischen Regierung sagt mir, was ich über Russia Today sagen soll und was nicht. Russia Today und die Nachrichtenagentur Sputnik geben an, unparteiisch zu sein. Gleichzeitig wird Russia Today jedoch häufig als Propaganda-Nachrichtendienst der russischen Regierung bezeichnet. Die britische Medienaufsichtsbehörde Ofcom hat wiederholt festgestellt, dass Russia Today gegen ihre eigenen Regeln der Unparteilichkeit verstoßen hat.